Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Jump League. Ja! Ihr habt alle schon hier darauf gewartet. Ich präsentiere sie euch wieder. So, dann habe ich hier wieder Ketten, Stiefel, obwohl mich das gar nicht interessiert, weil ich sowieso die Diamantstiefel bekomme fürs Jumpman. Aber was soll's? Man nimmt sie natürlich sogar trotzdem lieben gerne an. Und ich wollte erwähnt haben, dass diese Lucky Blöcke eigentlich nur total doof sind. Weil eigentlich die meisten Male, die ich dann verkacke, sind wegen Speed oder Jump Boost. Weil das einfach richtig dann nicht abzuschätzen ist. Und Kekse habe ich jetzt drei. Ja, Kekse! Nein. Ach ja, und einer meinte gerade wieder, dass jemand hackt, nur weil er sneakt, aber trotzdem dabei sprintet. Was aber ja ein bekannter Minecraft-Bug. Das zum Beispiel, wenn man hier vom Schild sneakt und dann drauf joint, dass man dann halt diesen Sneak-Modus sozusagen behält oder so, aber er für den eigenen Minecraft-Charakter nicht so richtig da ist. Bloß das bemerkt man spätestens, wenn man immer zurückgebackt wird. Und das heißt, man muss dann ja, da muss man am besten halt wieder shiften oder blocken, weil dann ist irgendwas damit falsch. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig erklärt. Okay. Da ist schon der erste Eisenhelm. Den nehme ich auch dankend an. Oh, er macht eine Aufnahme. Ich auch. Okay. Soll ich schreiben mich auch? Nö, mache ich nicht. Kein Bock drauf. Ja, schreibe ich auch. Ich auch. So. Oh, ein Kettenbrustpanzer, der ist auch schon mal sehr gut, wenn ich kein Eisen finde. Da ist die nächste Kiste. Aber ab jetzt dürften auch Eisensachen drin sein, ja. Und ein Steinschwert. AKA Eisenaxt. AKA. Nein, jetzt bin ich runtergefallen. Wie peinlich. Eisenhelm hatte ich doch schon gefunden, oder? Schau ich gleich nach bei der nächsten Kiste. Aber diesmal sind anscheinend nicht so viele schwierige Jump-Runs dabei. Oder die kommen noch. Mist. Es kann ja danach noch einer sein. Was ist das denn für einer? Ich glaube, das ist kein schwerer. Hier hasse ich es immer, weil man hier einen Dreiwelt-Hochsprung aus dem Stand machen muss. Und das ist nämlich jetzt hier. Da ist man schon voll weit und wenn man den verkacken würde, ist man ja ganz am Anfang. Ja, ich habe Eisenbahn. Yeah. So. Das habe ich. Dann habe ich das. Das kann ich jetzt wegwerfen.
Mal, wie viele Hits möchte ich eigentlich noch machen, ey? Ja, team doch gegen mich. Ich habe auch sonst nichts vor, außer gegen Teamer zu spielen. Ne, meine Hose ist noch da. Fühle ich ihn auch mal aus dem Hinterhalt, so wie er es bei mir machen wollte. Zu wem schreibt er jetzt so schlecht? Ich regeneriere erstmal. Handy, der Meerbub ist ja tot. Leute, den habe ich voll stark eingeschätzt. Zweimal Kills gestealt, ey. Das war natürlich das Beste, was einem passieren kann. Pitbull, Junge. Los. Ja, okay. GG. Habe ich schon wieder gewonnen. Aber leider habe ich ja einmal einen Tod abbekommen. Darum steige ich meine KD nicht höher an. Aber 9705 Punkte, das heißt die 10.000 Achievements-Punkte habe ich bald erreicht. Ey, dann kriege ich mal einen Achievement. 10.000 Punkte, was ja voll cool ist. Yeah. Nicht. Wohlbemerkt. Aber ja, da ist ein Hühnchen. Ich kann auch mein Pet jetzt rausholen. Aber ich join lieber in eine Lobby. Okay, 10.000 Punkte gibt es nicht auf. So, würde ich sagen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich sehe uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dann und ciao.